Bei Walmart in den USA wurde vor kurzem dieser Spielzeugkaktus verkauft. Dies ist ein Plüschtier, welches du drücken kannst und dann fängt es an zu tanzen und in unterschiedlichen Sprachen Liedern zu singen. Soweit so gut und kein besonders bemerkenswertes Kinderspielzeug, doch es musste jetzt vom Markt genommen und sogar verboten werden, wegen den Dingen, die dieses Spielzeug sagte. Denn eine Frau kaufte für ihre Enkelin diesen Kaktus und sie selbst kam aus Polen. Als sie dann zu Hause diesen Kaktus ausprobierte, hörte sie, wie dieser Kaktus plötzlich anfing, auf Polnisch zu singen. Doch statt über Kinderlieder oder sonst etwas, sang dieser Kaktus darüber, dass man Kokain nehmen soll und dass man sich umbringen soll, beziehungsweise dass der Kaktus scheinbar plant, Suizid zu begehen. Der Kaktus wurde sofort aus dem Spielzeugladen entfernt und man weiß nicht, wie das passieren konnte.